Yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rub Nation Kanal. Lang, lang ist es her, heute kommt ein neues Video. Ich kenne mich hier nicht so ganz aus und ich glaube, hier ist irgendwie ein Teich. Ich habe keine Ahnung. Boah, ja, da war ein Teich. Hat aber funktioniert. Kommt mir gar nicht gescheit rüber. Ja, doch, da. Woo. Nice. Und ja, jetzt habe ich extrem Bock bekommen, mal wieder selber die Runde zu fahren. Und ich dachte mir, nutze ich doch das und drehe gleich ein Video. Ich schaue mir nämlich selber ja auch immer so gerne solche Videos an. Und dann dachte ich mir, kombiniere ich das gleich mal. Ja, und mir haben echt viele Leute mich gefragt, was ich so von der Suche und jetzt halte. Nach einer gewissen Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so extrem viel rumgefahren. Weil ich irgendwie keine Zeit dafür hatte. Oder auf jeden Fall irgendwie auch nicht so die Motivation. Oh, der ist nice. Ja, ich habe mir heute auch gedacht, ich werde ein bisschen Wheelies üben. Weil ich schaue mir immer diese Videos an, wo sie so absolut geile Wheelies ziehen hier mit der Suron. Und ich denke mir immer so, Alter, ich habe das Teil zu Hause und ich nutze es einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt umso mehr Bock. Ich fahre einfach mal drauf los. Ja, und werde halt dann einfach so ein bisschen Wheelies machen und dazu ein bisschen quatschen. Ja, es hat sich viel getan in letzter Zeit und dazu habe ich dann absolut keinen Kopf gehabt, irgendwie ein bisschen dieses Hobby nachzugehen. Okay, hier geht's runter. Einfach mal drauf los. Den Weg kenne ich nicht. Jo, hier bin ich falsch. Schon sehr entspannt. Wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, dreht man halt einfach um, lupft die Karre weg. Ah, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Ja, es wäre auf jeden Fall an sich übel witzig, auch Freunde zu haben, die auch so ein Elektrobike haben, weil mit Leuten zu fahren, die eine Verbrenner haben, ist wesentlich stressiger und mit dem Ding fällst du halt eigentlich gar nicht auf. Die meisten Leute haben ja auch nicht mal Ahnung, was es überhaupt für ein Fahrzeug ist. Ja, und dazu kommt noch, dass ich eigentlich mir ein bisschen mehr Leistung wünsche und den Controller, den ich haben möchte, der kommt irgendwie nicht auf den Markt und kostet jetzt dann doch anscheinend mehr, als wir am Anfang gedacht. Der kostet anscheinend jetzt 1000 Euro und der sorgt dafür, dass du die Karre so ein bisschen tunen kannst. Also, dass sie mehr Leistung über die Batterie abrufen kann. Mit der traut man sich halt schon deutlich mehr auf den Kipppunkt zu fahren. Gut bin ich deswegen trotzdem nicht. Jo, genau, den Controller würde ich gerne ändern. Und ich fahre jetzt doch gar nicht so viel im Gelände, wie ich gedacht habe. Und an sich wäre das ganz geil, dann noch eine andere Bereifung dann drauf zu machen. So eine Mischbereifung, wie ich bei der Freeride oben hatte von der KTM, wäre an sich auch noch eine coole Sache. Sehr schöner Wheelie. Oh yeah, nice. Sehr geil. Das geht auch immer auf meine Hände, Alter. Ich greife da irgendwie so fest zu, anstatt ich da entspannt oben hock. Und im Video ist es immer so kurz, wenn man auf dem Bike oben hockt, denkt man sich so, Alter, was war das für ein kranker Wheelie? Und er war an sich nix, gar nix. Aber macht auf jeden Fall schon wieder gut Laune. Aber wenn man halt gewohnt ist, keine Ahnung, eine
XC schon mal gefahren zu haben oder besessen zu haben oder eine 701 SMCR oder sowas, ist es halt so ein bisschen zu wenig Leistung. Also ich hätte so, ja, die doppelte Leistung wäre ganz geil. Sehr geil. Klar, mit mehr Leistung ist es halt dann auch einfach gleich viel easier, sie zu wheelen. Aber ja, eigentlich sollte man es ja schon mal mit dem Basic-Fahrzeug gut können. Weil Gas geben kann ja jeder gefühlt. By the way, mich würde mal interessieren, wer von euch selber auch eine Suron hat. Und wer Bock hätte, eine sich zu kaufen oder drauf spart sogar. Schreibt mir das gerne mal rein. Würde mich echt interessieren. Und wenn jemand hier aus der Gegend kommt, dann lasst es mich wissen. Wunderschöner Sonnenuntergang. Ja, so ein bisschen mehr Punch wäre an sich schon krass, dass du diesen Wow-Effekt ein bisschen mehr hättest. Dass wenn du Gas gibst, dann dass es dich richtig so hinterzieht und denkst du so, wow, Alter, nice. Und den hat für mich das Bike nicht, weil ich halt anderes gewohnt bin. Aber ja, das kann man auf jeden Fall mit zwei Dingen ändern. Einfach den Controller und der Akku. Aber leider ist beides echt extrem teuer. Aber dafür brauchst du halt auch nur zwei Dinge. Ja, was meint ihr denn dazu? Zu dem Thema, sollte ich hier die Crossreifen behalten? Und weil sie im Gelände halt einfach dadurch deutlich besser ist? Oder soll ich auf so eine Mischbereifung? Boah, Junge, geil. Oder auf eine Mischbereifung wechseln, die halt dann im Gelände wesentlich schlechter ist, performt. So, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Vielleicht komme ich ja auf den Geschmack und lade jetzt mal öfters wieder was hoch. An sich hat es ja schon sehr viel Spaß gemacht. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und führt euch. Ciao, ciao. Oh, noch ein nicer Wheelie zum Schluss. Oh.